Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Tanks. Wir sind heute unterwegs auf der Siegfriedlinie in einem Verteidigungsgefecht mit dem Guderian in seinem GW Panther. Ja, es wird schon wieder eine verdammte Klickerrunde. Das kann er offensichtlich ganz gut. Dann schauen wir mal, was er jetzt zustande kriegt. Hat offensichtlich schon das große Rohr drauf. Aber ist das die Wüstentarnung, sag mal? Irgendwie sieht das komisch aus. M5355. Das ist mein erklärtes Traumziel an Arti. Da habe ich noch einen langen, langen Weg vor mir. Ich hatte die auf dem Testserver mal gespielt und war so begeistert. Ich habe gesagt, das Ding brauchst du. Damit sind Arti-Missionen gar kein Problem mehr. So. Dann schauen wir mal, was er hier zustande kriegt. Dann gehen schon die ersten Ziele auf. GW Panther insofern eine sehr schöne Arti, weil er präzise ist wie ein Chirurg. Wenn der Richtschütze nicht gesoffen hat. Ja, ihr seht, er hat Fleck geschossen. Also da, wo man ihn zielt, trifft er in der Regel auch. Allerdings, das ist wiederum der Nachteil, auch das sieht man hier wunderbar, er schießt sehr flach. So. Aber den Schaden, den er rauskloppt, ist gerade bei weichen Zielen nicht zu unterschätzen. Ja, den Super Pershing, den, da hätte ich jetzt auch drauf geschossen, eher anstatt auf den Borsig. Das muss wehtun. Ja, voll auf die Panzerung gehauen, deswegen nicht so viel Schaden. Aber der E4 ist so bretthart von vorne und man trifft nicht immer die Weak Spots. Deswegen ist da artige Unterstützung nicht verkehrt. So, 16 Sekunden noch. Ja, das dauert nochmal. Kann dir nur empfehlen, Waffenbrüder drauf zu skillen. Alles für den Reload. Das war mal ein guter Treffer. Da hat er schön die Seite gezeigt. Das hätte auch ein One-Shot werden können. Immerhin macht er ja bis zu 1200 Schaden, aber das ist so selten. Meistens, als kleiner Tipp, bei Amerikanern auf dem Motorraum, das wird zu 80% ein One-Shot. Das hatte ich schon so oft, ob T30, T29. Das muss wehtun. Ja, auf Motorraum gibt richtig Schaden. So. Da hatte ich auch schon richtig schöne, fiese Gefechte gehabt, wo sie geflucht haben. Loop-Clicker, bla bla. Ja, ja. So, jetzt ist aber mal genug mit der Seite hier, weil die andere Seite, da sieht es gar nicht so gut aus, wenn ich so sehe, was da auf der Karte alles noch schon gespottet wurde, aber jetzt nicht mehr da ist. Gut. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. T28, den könntest du jetzt. Ja, jetzt hätte ich hier so schön die Weichteile. Den kriegst du jetzt. Komm. Naja, nach. Na, der Schwenkbereich ist groß, aber nicht so groß. Noch ein E4. Ach Gott, wie ich diese Suppen-Pershings hasse. So. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn man Arti spielt. Die Ziele, die man anvisiert, gehen zu. Gehen nicht mehr auf. Oh doch, sie gehen auf. Der trifft nicht. Jetzt könnte es vielleicht was werden. Jetzt. Ah, sag ich doch. Ja. Die Ziele, die man anvisiert, gehen zu. Gehen nicht mehr auf. Andere ploppen auf. Vermeintlich leichtere Ziele. Man aimt wieder ein und dann beginnt das ganze Spielchen wieder von vorne. Das macht Arti-Spiel nicht so einfach. Und wenn man dann einen Schuss setzt, dann bewegt er sich. So. T29 ist absoluter One-Shot. Ach, und wieder einzielen. Mein Gott. Das nervt immer so. Na komm, zeig dir so schön die Seite.
Nein! Kritischer Oh, Treffer! sauer Schwein gehabt, dass du neu erwischt hast. Irgendwas hat er jetzt erwischt. Okay. T29 haut ihm noch eine rein. Jo. Und da schlägt die 9er Arti zu. Leichte Beute. Er zeigt die Weichteile. Aimen, aimen, aimen. Jetzt oder nie. Wir haben wow. Sie böse erwischt. So ist das schön. Gern geschehen. Ja, das ist immer so das Lob für einen Artifahrer. Ja, nimm lieber den 8-8er. Ist doch lieber den. Okay, ich hätte jetzt gesagt maximale Schadenausbeute, aber gut. Ein Ziel weniger ist ein Ziel weniger. Erwischt. Durch Splash mit dem GW Panther Splash Damage. Das ist auch höchst selten. So. Gucken, wie viel hat er denn überhaupt? Das war ja genau 3,5 Meter. Mit der anderen HE, mit der Gold-HE sind es 5,11 Meter. Also es ist nicht so wahnsinnig viel. So, ist ganz schön ruhig geworden hier. Lohnt es sich? Okay. Wenn er jetzt nicht wieder zurück zum Bunker fährt, kann es was werden. Naja, eh der aufgeht. Ich glaube, der geht so schnell nicht mehr auf. Genau. Wechsel lieber die Ziele. Jo. Das könnte doch was werden. Wenn einer rausguckt, gibt's was aufs Dach. Bisher schon eine ganz anständige Runde. Aber es ist noch genug da. Ja, das ist Siegfried Lenin. Ist aber ein bisschen tricky. Ein Prott. Auch ein extrem unbequemes Ziel. Nicht für eine Arti, aber für einen normalen Panzer. Deswegen. Nein. Gut. Haus ist jetzt weggesprengt. 24 Sekunden. Ja, da muss aber auch was kommen. Es soll ein Mod geben. Das ist zu weit hinten. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Ich habe ja nicht mal den Schuss gesehen. Ah, egal, weg ist weg. Es soll einen Mod geben, wonach angezeigt wird, ob man angepinkt wird mit der Arti. Dieses Ich greife an jetzt hier, dieser Doppelpfeil. Sehr schön. Das soll man offensichtlich gemeldet kriegen mit diesem Mod. Ist allerdings untersagt. Finde ich auch richtig so. Aber zum Thema, das ewige leidige Klicker-Thema. Das hat Armored Warfare sehr spannend gelöst. Dort wird nämlich angezeigt, von wo geschossen wurde. Wenn die Arti schießt, wird sofort auf der Minikarte angezeigt. Ploppt dann ein-, zweimal auf. Also wirklich nicht lange, so ein-, zweimal geht das hoch und dann ist auch wieder Ruhe. Und es sorgt dafür, dass sich die... Oh, der, wenn der jetzt gesessen hätte, das wäre Traumtreffer gewesen. Sorgt dafür, dass sich die Artis da untereinander bekriegen. Also es war wirklich echt spannend. Bin da einmal Arti gefahren und plötzlich geplatzt, weil ich gar nicht damit gerechnet hatte. Ich dachte, was ploppt, was ist das da auf der... Oh, was hast du da hinter dir? Schnell weg, schnell weg. Ja, haha. Das ist er, der verdammte Camper. Jetzt kommt er um die Ecke hier. Na! Ah. Nein!
Hast ihm eine schöne 450er Kelle gegeben. Naja, gut. Dann haben wir da noch eine Arti offen. Da sprengt er sich hier selber. Lovi, was auch immer das heißt. Okay. 2695 Schaden. Und da ist das Match zu Ende. Sehr schön. Hat trotzdem für Meister gereicht. Staunlich eigentlich. Aber gut, GW Panther wird nicht mehr so oft gefahren. Vielleicht lag es einfach daran. 2800 Schaden. Ich meine, ich hätte für meinen Meister hier mehr gebraucht. Egal. 1012 Basiserfahrung, 3 Abschüsse. Steht auch ganz oben. 23.000 sind übrig geblieben. Von 13 Schuss haben 8 gesessen. 2 waren Splash Damage. Sogar noch Player Assist. 310, das muss der die Su gewesen sein oder was. Und 1518 Erfahrungspunkte insgesamt. War offensichtlich keine Tagesdoppelrunde. Naja, so an sich keine schlechte Runde. Gern mehr davon. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.